Hallo und herzlich willkommen zu The Long Drive. Ja, ich glaube, heute brauche ich eine Sonnenblende, aber eine echte. Ich habe mich hier schon geduckt in meinem Stuhl, aber ich sehe nichts. Die Sonne scheint gerade genau in mein Fenster hinein. Gestern hatten wir ja eine Folge. Die wollte ich eigentlich erst Folge 20 nennen, aber das war ja so ein Beta-Test. Also, das war ja noch nicht das wirkliche Spiel, das war ja so eine Vorab-Version. Und wenn du in Steam unter Betas oder wo auch immer das ist, dieser Tab, wo du die Version auswählen kannst, wenn die Standardversion nimmst, dann bist du auch wieder in dieser 191.227 Winter. Ich hoffe, der Speicherstand funktioniert jetzt aber noch. Ich sag mal einfach Continue. Und mal schauen. Oh, was für Windgeräusche. Hallo? Was? Hallo? Das war aber witzig, das mache ich jetzt nochmal, einfach nur, weil ich es kann. Okay. Ja. Pass mal auf, Load, weil. Alles klar. Was? Und diese Geräusche, warum? Warum ist der. Sieht der unaufgeräumt aus. Oh Mann. Warte mal eben. Ich weiß, wie wir das hinkriegen. Wir machen den ganz schnell zu. Sieht schon besser aus. Oh cool. Mir hat auch. Warte mal eben. So viel Zeit muss sein. Werf mal kurz einen Blick. Oh, hier ist Gas drin. Ach, wollte ich das vielleicht noch auffüllen? Der Reinecke WF, der hat mir nämlich in die Kommentare geschrieben, 3% hätte der Trabi gerne. Aber warum ist das so windig? Ich hatte ja auch diese Windgeräusche. Alter. Ich fülle das. Ich fülle das in unser Kanister. Wahrscheinlich wollten wir das eigentlich noch machen, aber irgendwie haben wir das nicht. Jawohl, komm her. Nein. Drücke ich die falsche Taste oder was? Ah ne, jetzt geht's. Da ist auch Sprit drin. Hier ganz schnell abhauen. Wenn einer sieht, was ich hier für ein Chaos veranstalte, ist, was ist hier eigentlich? Ach, du glaubst es nicht. Öl, Öl. Empty. Dies. Alter, ich habe gerade voll die Gänsehaut gekriegt. Was macht. War das jetzt tatsächlich so ein blauer? Kein blauer. Das war doch ein roter. Warum? Wo kommt der her? Die bewegen sich doch nicht. Ist sehr bizarr. Oh. Warte. Da. Nein, tu das weg. Wo? Gott.
Da ist er! Kann ich das eigentlich nach Zoom? Rotate, Move, Rotate. Nee, passiert nichts. Ja, und das ist im April, Leute. Im April ist der also auch noch unterwegs. Jetzt wissen wir es. Nur so kann der das überhaupt packen. Ja? Schön. Boah, scheppert das immer. Ja, ist gut. Leg's doch einfach da rein. Mach doch mal schön. Und dann eben nicht. Oh, hier sind nur 0,8 drin. Und hier 2,2, okay. Gib mir mal die 0,8 her. Wie viel waren... Ach, der ist ja quasi voll. Ich glaube, ehrlich gesagt, ja, ich glaube nicht, dass wir das alles... Alter, jetzt kriege ich aber langsam doch eine Gänsehaut, ehrlich. Was ist hier los? Das ist doch früher nicht passiert. Ihr macht mir gerade echt... Haut ab. Echt. Das ist doch nicht schon immer so gewesen, dass die plötzlich auftauchen. Wir waren doch meistens nachts nicht wach, ne? Aber drehst dich um und plötzlich steht so ein Typ hinter dir. Hallo? Da sind 2,2. Da sind 0,8. Und da hinten ist noch ein Ölkanister. Ey, wie viel Öl braucht man eigentlich? Warum bin ich denn so geil darauf, dieses ganze Öl mitzunehmen hier? Können wir bis in alle Ewigkeit in dem Spiel fahren, glaube ich. So, wahrscheinlich ist da auch noch Öl drin. Sei es drum. Wo ist eigentlich unser Schlauch? Wer weiß das schon? 30 Liter Sprit. Ja, das ist auf jeden Fall mehr, als hier in den Trabi-Tank passen. Na. So. Nein. Nein, 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 nein. Mount, ja, ist doch gut. Alles klar. Selbst wenn hier jetzt noch was drin ist, was wir brauchen könnten, ich werde es nicht mitnehmen. Ich habe Bock, diese Pullen zu werfen. Hey. Okay, das ist gruselig hier. Das Spiel wird gruseliger. Irgendwie. Ach so, hatte ich gerade eigentlich zu Ende erzählt. Nochmal einmal kurz im Motorraum gucken. Der Reinicke, WF, der hat nämlich gesagt, oh, 0,3% Öl ist das perfekte Mischungsverhältnis. Da noch was drin? Ja. Nein, ich will da kein Öl reinkippen, ich will da Sprit. Ja, das brauche ich nicht. Hier, tu das weg. Ah, nein. Ach, das geht auch?
Nee, geht nicht. Also ich habe gerade aus Versehen E gedrückt und da war der Kofferraum plötzlich auf bis oben hin. So, jetzt gehen wir nämlich auf. Oh, da müssen wir ganz schön mal reinkippen. Auf 3% Öl. Machen wir mal auf 10 Liter hier. Komm. So. Und jetzt? Jetzt ist das nämlich quasi ein Rennwagen, so ein Renntrabi. Das ist jetzt ein Renntrabi. Also jetzt müssten wir wirklich damit die Schallmauer quasi durchbrechen. Perfekte Mischungsverhältnis. Alter, der geht. Also auf jeden Fall. Was noch ein Nikolaus? Guck mal, wie der geht. Kannst du nichts sagen. Aber mir hat noch keiner gesagt, was diese Anzeige bedeutet da, ne? Mit den LEDs da. Weiß nicht, der Ladedruck oder so. Ah, scheiße. Genau, hier funktionieren diese Huggel noch. In dieser Beta, die wir hatten. Boah, die Straßen waren so geil, ne? Also ich bin da echt gespannt drauf, ey. Ich freue mich auf das Update. Ich hoffe, das kommt bald. Ich fand die Straßen echt gelungen, ey. Da mal so ein bisschen was Neues. Mal sehen, was dann da noch drin sein wird. Ich hoffe auf jeden Fall, da kommt bald was. Aber die 100 knacken wir jetzt auch nicht, oder? Versuchen das. Und eine Tankanzeige hatten wir hier nicht, ne? Tankanzeige hat der nicht gehabt. Guck mal, guck mal, guck mal, 100! Ich meine, das gut, das war jetzt zwar vielleicht wegen diesem Bergabstückchen, aber wir haben die 100 geknackt. Wenn auch nur kurz. Da sind wir schon 20 Kilometer mit dem gefahren. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe überhaupt nichts zu trinken, Leute. Das ist ja suboptimal. Außerdem muss ich mal kurz. Oh, Scheiße. So. Schon wieder da. Sonst habe ich meine Uhr nicht im Blick. Das ist ja auch immer so ein bisschen doof. Dann manchmal verlierst du jedes Zeitgefühl. Ihr wisst ja selber, wie das ist beim Zocken. Ich habe das Gefühl, je weiter wir kommen, desto mehr Grafikphänomene treten auf irgendwie. Gerade war die Straße ja auch schon wieder so ein bisschen komisch. Wo ist die Karre am Scheppern, ey? Ich will auch mal ein Trabi fahren. Ich habe mal einmal irgendwie ein Video gesehen. What? Alter, was war das denn jetzt bitte? Oh, guck mal, hier ist auch ein Knick in der Textur. War das Problem? Siehst du den? Ein Knick in der Textur. Sieht fast aufgeräumter aus als vorher. Finde ich gut. Aber dass er fast wieder Blut an der Scheibe gehabt hätten, fände ich doof. Was ich sagen wollte, ich habe mal ein Video gesehen, wo einer erklärt hat, das war echt schon lange her, wie man Trabi fährt. Also, das scheint für den, ich nenne uns jetzt mal Otto Normalverbraucher,
vielleicht nicht so trivial zu sein, so ein Ding in Gang zu kriegen und dann zu fahren auch. Und alles dabei richtig zu machen, sagen wir mal so. Das ist schon interessant. Also ich glaube, das Abgedrehteste, was ich mal gefahren hatte, das war so ein Fiat war das, glaube ich. Der war aus der 60er. Der hatte auch so geile Instrumente und so. Also das hat mir schon gefallen. Hatte irgendwie sehr viel Stil. Aber der hatte so das eine oder andere Problem, mit dem ich zu kämpfen hatte. Das erste Problem war, dass denn seine Kupplung sowas von knochenhart war. Da musstest du so derbe drauflatschen, das war schon nicht mehr feierlich. Okay, war halt ein altes Schätzchen. Auch wenn das schon ewig her ist, wo ich ihn gefahren habe, aber auch zu dem Zeitpunkt war er schon alt. Das zweite Problem war die Lenkradschaltung. Hatte ich bis dato auch noch nicht. Kann man aber gut mit klarkommen. Also hat ganz gut funktioniert. Besser als ich im ersten Moment gedacht hätte. Aber in Verbindung mit dieser super harten Kupplung war es dann doch immer so ein bisschen Pain in the Ass zu schalten. Und dann noch ein Problem. Und damit hatte ich auch so ein bisschen zu kämpfen. Der hatte ja keine normalen Hubknöpfe oder so, wie man das kennt, sondern der hatte einen Hubring, der so um das ganze Lenkrad ging. War früher wohl ja nichts Ungewöhnliches, sagen wir mal. Und dieser Hubring, der war also nicht viel kleiner als das Lenkrad selber. Also natürlich war da ein Abstand zwischen, aber weiß nicht, vielleicht so viel oder so, vom Lenkradkranz bis zum Hubring. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte auf jeden Fall das Problem, dass wenn ich da mit Kurven gefahren bin, lag wahrscheinlich an der Art und Weise, wie ich es gewohnt war zu lenken, gerne mal an diesen Hubring kam. Und ja, dadurch. Scheiße, Alter! Oh, Mann! War aber nicht besonders geschmeidig von mir. Einmal überprüfen. Ja, dadurch habe ich quasi jeden Außenstehenden darüber informiert, dass ich doch gerade dabei bin, in eine Kurve zu fahren. Wo ist denn also das? Das Fernglas sehe ich schon wieder nicht mehr. Das Fernglas scheint weg zu sein. Der Schlauch scheint auch nicht mehr da zu sein. Wobei ich das jetzt alles nicht als größeres Problem ansehe. Witzigerweise liegt aber hinten auf der Ablage immer noch unsere Sonnenblende. Die hat es durchaus erhalten. Die war dadurch nicht da wegzukriegen. Interessant, interessant. Ja, das war auf jeden Fall ein ziemlich cooles Auto, muss ich schon sagen. Ich würde sagen, so vom Abgedreht-Faktor dürfte das bei mir auf Platz 1 landen. Zumindest fällt mir gerade nichts anderes ein. Dann, was ich noch gefahren habe, was sicherlich ja, abgedreht. Weiß ich nicht, abgedreht möchte ich jetzt nicht sagen, aber ziemlich cool. Ein Arbeitskollege hatte ein Audi. Bin jetzt nicht der große Audi-Fan, aber das war ein RS6. Und den bin ich auch mal gefahren. Ja. Also der hat ein klein bisschen mehr Druck als dieser Trabi hier. Alter Falter, ey. Das ist ja schon. Oh, ein Bus. Wenn ich jetzt nicht den Trabi hätte, dann würde ich fast
dazu neigen, den Bus zu nehmen. Aber ich mag unseren Trabi so sehr. Hier der Audi, der hat ja den Motor von dem Lamborghini, wie heißt er? Gallardo oder so? Was ist das denn? Ich weiß gar nicht so genau. Ist das ein Zehnzylinder oder sowas? Ist ja auch schon wieder eine Weile her. Das war auf jeden Fall die Variante mit 570 PS. Also ich weiß nicht, so ein Auto zu fahren. Alter. Wenn du damit zur Werkstatt musst, ne? Ich glaube, dann hast du echt verloren, ey. Ja, das war wieder die Sache mit dem Wasser. Aber okay, die sind hier halt eingefroren. Wer braucht die auch? Die brauchst du ja nicht unbedingt. Geh mal schneller. Also ich glaube, oh, was machst du denn hier? Ja, wer braucht den ganzen Sprit, ne? Aber ansonsten haben wir hier an so einem Ding irgendwie noch nie wirklich was Interessantes gefunden. Sieht interessant aus, ist es aber eigentlich nicht. Und man kann runterfallen. Ist auch noch so ein Problem. Was sind das eigentlich für gelbe Dinger da dran? Die können auch nichts, ne? Kannst du auf jeden Fall nicht hochklettern. Alter, die Schluchten werden immer tiefer, oder? Ja, scheiß auf den Sprit. Ich weiß nicht, ob ich das schuld bin, dass ich irgendwo vorhau oder so. Oder, das sind manchmal so Geräusche. Da erschreckst du dich echt, ey. Da du? Alles gut? Ja, irgendeiner hatte auch noch in die Kommentare geschrieben. Ich kann es sogar sehen hier. Der TV Poco. Da ging es, glaube ich, um diesen Verkehrmod, diesen AI-Verkehrmod. Gibt es einen Kürbis? Wenn Sie den Kürbis auf den Fahrersitz Ihres Autos legen, funktioniert der Mod. Ich weiß nicht genau, was er meint. Ich vermute mal, dass ich einen Kürbis brauche. Und sobald ich den in meinem Auto auf den Fahrersitz lege, dass der ja selbstständig fährt, könnte sein. Wer das Spiel hat, kann es ja mal ausprobieren, wenn er gerade diesen Mod testet, vielleicht. Ich habe den Mod jetzt natürlich nicht mehr drauf. Glaubt. Am Ende brauchtest du nur eine Datei ersetzen oder so. War irgendwie eine Datei im Programmverzeichnis, die ihr da ersetzen muss.
War jetzt kein Hexenwerk, den zu installieren. So, die Lampen gehen an. Das heißt, es wird langsam Zeit für ein Schläfchen. Was ist da auf dem Stein? Wo liegt denn der? Ich fahr mal hier lang. Oh, nein. Oh. Und wenn die Textur da auf die Straße guckt und ich... Ja, mir bleibt in dem Moment nichts anderes mehr übrig, als da drüber zu fahren, dann kriege ich mal einen Schreck. Wie fährt denn mal mit Licht? Einfach mal die Nacht durchfahren jetzt. Auch noch nicht gemacht, ne? Dafür mache ich aber Fernlicht an. Einfach fahren jetzt. Keine Pause. Weiter. Das gibt bestimmt wieder Stress. Irgendwie habe ich das Gefühl, es sind weniger Schneemänner. Und meine ich das jetzt nur? Guck mal, gar keine Schneemänner. Und diese Schlucht hört überhaupt nicht auf. Ich glaube hier mit... oh. Ich glaube, mit dem neuen Update wird das aufhören mit so Schluchten. Alter, jetzt guck dir das an. Ein Trabi nach dem anderen. Echt, ich schwör's dir. Ein Trabi nach dem anderen. Vorher war gar keiner da. Und jetzt ohne Ende. Wo waren die Lichtschalter? Da. Gab es sonst noch welche? Glaub nicht. Hab da so ein Duftbaum. Mal gucken, was auf dem steht. Ah, Abwasser. Kann man schlecht lesen, aber steht da. Tatsächlich. Es ist ein Trabi-Motor, ne? Jetzt weiß ich das endlich. Ich habe mich lange Zeit echt gefragt, was das ist. Guck mal, da oben ist auch noch ein... ups. Oh, wieder Öl. Wir hatten... Nein, nein, nein. 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 Der muss das sein. Wir hatten 10 Liter im Tank. 9,2. Jetzt habe ich allerdings auch nicht ganz so genau drauf geachtet, wie viele Kilometer wir gefahren sind. Alter, was wir hier an Material haben. Also diese, hier ist sogar passend Öl drin, ne? Ich fasse es nicht. Das können wir auch mal Frau Schaal direkt, weil es gerade so schön passend ist,
kam wahrscheinlich von einem Trabi-Fahrer. Verdammt. Super. Die Hälfte davon aussäufst, weißt du? Ich ja schon mal was zu erzählt, letzte Mal. Drei! Drei! Du willst mich doch verarschen, ehrlich, ey. Drei Trabis. Alle. Ja. Eher nicht so toll vom Lack. Wobei der hier. Der sieht schon nicht so übel aus. Aber ich glaube, der hat tatsächlich sogar ein bisschen schöneren Lack als unserer. Ist noch nicht ganz so verbraucht. Glänzt zwar auch nicht mehr, aber so mit einer roten, mit einem roten Teppich. Boah, der hat einen roten Teppich hier. Leck mich am Arsch. Oder ist das jetzt einfach nur wegen dem Lichteinfall? Ich weiß gar nicht, welche Farbe unsere hatte. Ich habe da nicht drauf geachtet. Der ist auch rot. Aber der sieht so ein bisschen velourmäßig aus. Oder der ist einfach auch abgeranzt. Der ist, glaube ich, ziemlich abgeranzt. Ist unser auch rot? Ist so dunkel hier, ne? Ja, kannst aufhören zu schlafen. Ist der Tag gleich wieder rum, Junge. Ne, ist auch rot. Wahrscheinlich sind die alle rot. Also man sieht hier, wir haben. Unser Lack ist nicht mehr so der beste. Meint, der ist noch schlechter. Der ist so wie unserer. Aber der hier. Der sieht schon besser aus. Wobei. Ja, über die Farbe lässt sich eh streiten jetzt. Alter. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ehrlich. Manche kippen auch alles da rein. Alles. Ach, ich glaube, da behalten wir lieber unseren. Das ist schon okay. Passendere Türen wären vielleicht noch interessant. Oder wir machen ihn einfach bunt. Würde auch gehen. Naja, sei es drum. Mal gucken, wann wir weitermachen. Ah, vielleicht kommt ja auch schon eine neue Version in der nächsten Zeit. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wisst ihr ja. Und dann können wir die neue Version testen. Ansonsten machen wir natürlich hier weiter. Und dann könnt ihr mir ja mal sagen, welches Auto von den beiden, falls ich bis dahin nicht schon wieder irgendwas aufgenommen habe. Aber ich versuch mal keine Aufnahme zu machen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und Däumchen wäre cool. Ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Nopsi. Tschüss.